Hallo, mein Name ist Pascal Weidlich. Ich bin 31 Jahre alt und arbeite bei ABB Striebel Union in der Versandabteilung. Ja, meine Karriere bei ABB begann im Jahr 2013. Dort habe ich die Ausbildung begonnen zur Fachkraft für Lagerlogistik. Die habe ich dann abgeschlossen auch im Jahr 2016 und seitdem bin ich in der Versanddisposition tätig, im Lagerleitstand und kümmere mich dort um die Versandthemen, die täglichen, genau. Ja, wie schon besprochen, kümmere ich mich um jegliche Versandthemen, die anstehen. Das ist der komplette Materialfluss vom Ende der Produktion bis zum Verladen dann quasi im LKW an der Rampe. Ich steuere die Kommissionierung und bin mit den Speditionen im Kontakt und plane quasi die ganzen Sendungen just in time ein, dass wenn der LKW kommt, dass die Ware auch versandfertig in der Halle steht. Zusätzlich bin ich auch noch mittlerweile Ausbilder für den Ausbildungsgang Fachkraft für Lagerlogistik, sprich ich habe auch noch viel mit den Azubis zu tun und plane deren Arbeit ein und bin viel mit denen quasi auch unterwegs. Und nebenbei kontrolliere ich auch noch Kundenreklamationen, soll es mal zu Mehrmengen oder Mindermengen bei Lieferungen kommen, dann checke ich da auch noch die Lagerbestände und gebe dann quasi da eine Rückmeldung. Ja, welche Fähigkeiten sind für meinen Job besonders wichtig? Zum einen ist es erstmal sehr wichtig, dass man den Stressfaktor nicht zu groß kommen lässt und sich quasi eine kleine Prio-Liste macht, was sind die wichtigen Themen, diese dann zuerst arbeitet und dann sukzessive quasi die Liste abarbeitet. Zudem ist es auch noch sehr wichtig, eben mit den Kollegen im Austausch zu sein, immer zu wissen, was ist gerade los in der Halle und dass man da immer im regen Austausch ist. Und da quasi immer eine offene Kommunikation hat, beidseitig, quasi nach außen und auch zurückkommend. Ja, bei ABB ist mir nicht nur ein Thema im Gedächtnis geblieben, es sind mehrere. Während meiner Ausbildung hatten wir die Chance, Auslandspraktika in Wales zu machen und auch in Malta. Da waren wir für mehrere Wochen und konnten dort uns einbringen, unsere Englisch-Skills verbessern. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, ich müsste ein Thema wählen, dann wären es die Special Olympic World Games in Berlin gewesen letztes Jahr. Es waren die ersten Special Olympics Spiele, bei denen ich teilgenommen habe als Volunteer. Und das hat mich wirklich von den Socken gehauen, die ganze Organisation, auch mit vielen Kollegen von anderen Niederlassungen dort zu sein, kennenzulernen. Und das war der Wahnsinn. Also das ist meine Top 1. Ja, meinen Ausbilderschein, den habe ich gemacht, da die Stelle frei wurde. Und ich habe sofort die Chance ergriffen und habe den Ausbilderschein gemacht bei der IHK und habe gesagt, das will ich unbedingt machen. Es war für mich einfach naheliegend. Ich habe selber die Ausbildung hier gemacht und kenne die ganzen Themen, die da mitspielen und wollte dann einfach die Dinge, die gut waren während meiner Ausbildung, beibehalten und andere Dinge vielleicht noch verbessern, verändern, um den Azubis hier intern einfach eine gute Zeit zu bringen und den Ausbildungsberuf gut beizubringen.